Namaste. 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 Heute ist der 14. Tag unserer gemeinsamen Zeit und somit haben wir schon 2/3 unserer Reise zurückgelegt. Es ist vielleicht an der Zeit, zurückzublicken und zu sehen, wie wir uns während dieser 2 Wochen tiefer in die Welt der Mantras eingestimmt haben. Wir haben ihre Kraft mehr und mehr erfahren und verschiedene Wege kennengelernt, sie zu nutzen. Einige waren vielleicht überraschend, wie etwa, dass wir sie benutzen können, indem wir sie in uns tragen. Und die Erkenntnis, dass sie tatsächlich unsere Freunde sind, an die wir uns in Zeiten der Not und in Zeiten des Überflusses wenden können. Denn ich sehe immer wieder, dass das Singen und Chanten keine einseitige Sache ist. Es ist nicht wie eine Bitte um etwas, sondern es ist auch ein Feiern dessen, was ist. Eine wichtige Sache mit den Mantras ist, nicht zu vergessen, dass sie nicht hörbar sein müssen. Es war ein richtiger Durchbruch für mich, als ich zum ersten Mal erkannt habe, dass ich das Mantra in mir tragen konnte, ohne es verbal zu chanten. Und das hat mir besonders während verschiedener Abschnitte der Nacht geholfen, als ich wach war und das Mantra einfach in mir halten konnte. Ich konnte mich tatsächlich fokussieren und die 108 Wiederholungen machen, ohne dass ein Wort über meine Lippen kam. Es machte dich so wachsam, aber gleichzeitig völlig entspannt. Diese Mantras unterstützen uns. So zum Beispiel in Situationen, wo du denkst, ich kann das Mantra jetzt gerade aber nicht laut chanten. Halte es einfach in dir. Trage es immer in dir. Behalte es in deinem Bewusstsein. Trage es in deinem Herzen. Und das ist die Wurzel der Mantra-Meditation. Hier verbinden wir uns mit dem Geist. Das heutige Mantra ist ein Mantra des tibetischen Buddhismus. Seine Worte sind Om Muni Muni Mahamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Swaha. Muni means sage, so it's the same. Muni bedeutet der Weise und Mahamuni bedeutet daher der große Weise. Und der Weise in diesem Fall ist Shakyamuni, der Buddha, also der historische Buddha. Das Bedeutungsvolle hier ist, dass Shakyamuni, der Buddha, ein Mensch war. Und er ist ein Zeichen dafür, dass wir alle in der Lage sind, Erleuchtung und Befreiung zu erlangen. Wenn es einem Menschen auf diesem Planeten gelungen ist, sein wahres Selbst und das Wunder aller Dinge zu erkennen, dann haben wir alle, also jeder Mensch auf dieser Welt, das Potenzial, dies zu tun. So feiern wir mit diesem Mantra eigentlich unsere eigene Buddha-Natur. Mit Buddha-Natur ist wieder unsere eigene Göttlichkeit gemeint, die so einzigartig und perfekt in jedem von uns vorhanden ist. Wo wir gerade von perfekt sprechen. Ich habe immer gedacht, dass Erleuchtung bedeuten würde, perfekt zu sein. Und ich dachte, dass perfekt wiederum bedeutet, niemals mehr ärgerlich, sondern immer glücklich, immer fröhlich, voller Liebe zu sein. Und dann wurde mir vor einigen Jahren klar, oh, wir sind alle unterschiedlich. Und all diese Emotionen sind die Würze des Lebens. Der einzige Unterschied zwischen einem erleuchteten und einer nicht erleuchteten Person ist, dass es keinen inneren Kampf mehr gibt. Es gibt nur Reinheit, Klarheit und diese Emotionen werden immer noch auftauchen, sogar Ärger und Frustration. Aber sie werden als Energie gefeiert. Sie werden nicht bekämpft, sondern sie werden akzeptiert. Sie werden nicht beurteilt. Sie sind reine Energie. Diese Erkenntnis öffnete mir eine riesige Tür, denn sie bewirkte, dass ich mich noch mehr lieben konnte, so wie ich bin. Ich muss mich nicht verändern, um ein perfektes Wesen zu werden. Lass uns also in diesem Sinne Om Muni Muni Maha Muni Swaha 108 Mal chanten und damit unsere eigene Buddha-Natur feiern. Wir schließen unsere Augen. Nur zur Erinnerung, lass uns versuchen, während des Chants eine aufrechte Haltung beizubehalten und mühelos zu atmen. Dies ist übrigens eines meiner Lieblingsmantras als Musiker, denn es ist ein 7/8-Takt, der etwas komplizierter ist als üblich und wir teilen dieses Mantra besonders gerne mit unserem Publikum bei unseren Konzerten. Diese Aufnahme vermittelt ein Gefühl von Dringlichkeit, was mir auch sehr gefällt, denn es zeigt mir, dass es keine Zeit zu verschwenden gibt.
dass jeder Moment kostbar ist. Viel Vergnügen. Om Muni Muni Maha Muni Swaha. Om Muni Muni Maha Muni Swaha. Oh,
Stay with your eyes closed. Lasse die Augen geschlossen. Feeling the power of the mantra. Fühle die Kraft des Mantras. Within our bodies. In unseren Körpern nachhallt. We can feel the cells. Wir können fühlen, wie unsere Zellen durch die Schwingungen des Mantras und durch die Schwingung unserer Stimme aufgeladen werden. This is our life energy. Das ist unsere Lebensenergie. Okay. Om Muni Muni Maha Muni Svaha. Enjoy the rest of your day. Genieße den Rest des Tages. Namaste, Namaste und wir wünschen dir allen Segen.